In der Nacht zum Samstag kommt es kurz nach Mitternacht in Wendlingen in der Heinrich-Otto-Straße zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Hier hatten Anrufer eine Rauchentwicklung bei einem Reifenhändler gemeldet. Aufgrund des Objekts wurden hier gleich mehrere Feuerwehren zum Einsatzort entsandt. Nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter konnte dieser mir noch bestätigen, dass auch Einsatzkräfte auf Anfahrt einen Rauchgeruch wahrnehmen konnten. Vor Ort jedoch konnte kein Schadenfeuer festgestellt werden. Das Gelände des Reifenherstellers wurde umfahren, von oben begutachtet über die Drehleiter und mit Einsatzkräften persönlich begangen. Es konnte dabei kein Schadenfeuer festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte also ohne Tätigkeiten wieder abrücken und einsatzbereit in der Wache einkehren. Thank you.
Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne, falls noch nicht geschehen, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und wie immer dürft ihr jetzt anschließend hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun, eure Fragen stellen oder euch gegenseitig austauschen.